Hallo Leute, mit 2 Wochen Verspätung kam jetzt am Freitag, am 25. endlich die Build und Battle Stadion Box, die ja eigentlich zum Release von Obsidian Flammen erscheinen sollte. Aber ja, gab irgendwie Lieferschwierigkeiten. Jetzt 2 Wochen später ist sie endlich da. Wie auch schon bei Karmesin und Purpur, beim Base Set und auch bei Entwicklung in Paldea. Zwei einzelne Build und Battle Boxen sind da drinnen mit jeweils einem spielbereiten Deck mit 40 Karten. Dann eine von 4 holographischen Promokarten. Da wird es interessant sein, da alle 4 zu bekommen. Dann 3 zusätzliche Booster Packs, also insgesamt 11, weil in jedem von denen sind auch mal 4 Booster Packs drin. Energiekarten, 121 Stück, 6 Schadensmarkenwürfel, ein Weltbeam zulässiger Münzwurfwürfel, 2 Marken für spezielle Zustände und diese Sammelbox hier zum Aufbewahren. Wir kennen es von den anderen Erweiterungen, sag ich mal, von dem Karmesin und Purpur Base Set und von Entwicklung in Paldea. Da habe ich euch ja auch schon diese Build und Battle Stadion Boxen gezeigt. Und ja, so machen wir das natürlich auch jetzt von Obsidian Flammen. Wir lassen uns von den 2 Wochen Verspätung nicht aufhalten. So gibt es das Video halt 2 Wochen später. Aber was soll's? Vielleicht haben wir dafür ein paar coole Hits drin. Wir werden es sehen. Also machen wir das Ganze mal auf. So, Build und Battle Stadion Box. Und das sieht jetzt ja im Endeffekt aus wie diese Top-Trainer Boxen ohne das Papp-Inlay, weil da ist es ja immer so, sehen ja die Top-Trainer Boxen aus. Ja, und hier ist da wirklich nur so drinne. Hätte wahrscheinlich bei einer Top-Trainer-Box auch so machen können, aber macht man halt nicht. Egal. Sieht aber trotzdem cool aus hier mit einem Glurak, einem Despotal auf diesen Designs der Booster-Packs, einem Knattertox und dem Dragoran hier. Und hier oben nochmal drauf Obsidian-Flammen. Und an den Seiten natürlich auch hier Pokémon-Sammelkartenspiel Obsidian-Flammen. Gut, schauen wir rein. Also, hier haben wir 2 Build- und Battleboxen, wie es ja auch bei so Pre-Release-Turnieren die gab. Da hat man eins so eins bekommen mit einem 40-Karten-Deck und 4 Booster-Packs, um das 40-Karten-Deck zu erweitern. 4 verschiedene Decks gibt es mit also 4 verschiedenen Promokarten. Dann ist hier in dieser Box noch enthalten ein Haufen an Energiekarten. Ja, brauchen wir aber nicht, wir haben genug. Dann die Marker für spezielle Zustände, vergiftet und verbrannt. Auch da haben wir mehr als genug. Dann wieder dasselbe Würfelset wie auch schon in der Top-Trainer-Box hier mit dem roten Würfel passend zu Obsidian-Flammen. Und dann natürlich noch, oh, und ich sehe schon, hier liegt ein einzelner Würfel drin. Dann habe ich einen zu viel oder das Plastik ist wieder offen. Ja, hier ist das Plastik offen an der Seite. Sind nämlich auch nur 5 Würfel drin. Jetzt sind es wieder 6 Würfel. Ja, okay. Und hier, wie gesagt, noch 3 Booster-Packs zusätzlich. Ich habe so eine Build and Battle Stadionbox zusammen mit meinem Sohnemann aufgemacht. Jeder von uns hat ein Deck bekommen. Daraus basteln wir uns ein Deck, spielen dann gegeneinander und der Sieger kriegt dann entweder alle 3 Booster Packs oder wir spielen 3 Runden und von jeder Runde der Sieger kriegt dann jeweils ein Booster Pack, sodass trotzdem jeder die Chance mal hat, eins von den Boostern zu gewinnen und nicht einer alle 3 auf einmal. Natürlich kann es trotzdem passieren, dass einer alle 3 gewinnt, aber so hat jeder dreimal die Chance, eins zu gewinnen. Von daher. Mal gucken, ich denke mal, wir werden das so machen. So. Falls euch interessiert, ich hatte Flunkiefer übrigens als Karte. Deswegen hoffe ich natürlich, dass in den beiden Build- und Battleboxen jetzt hier nicht Flunkiefer drin ist, sondern eine der anderen 3 Promokarten. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was es für Promokarten diesmal alles sind, außer Flunkiefer und, oh Gott, was hatte mein Sohn denn drin gehabt? Ein Wasser-Pokémon auf jeden Fall. Was waren das für ein Wasser-Pokémon, was drin war? Ich weiß es nicht mehr. Oh Mann, ich werde alt. Ich werde alt. Nee, ich bin es eigentlich ja schon. So, also, erste Build- und Battlebox hier mit Glurak vorne drauf. Schuber weg. Öffnen das Ganze. Jetzt ziehen wir das hier vorsichtig raus, ohne zu spoilern. Hier haben wir so eine kleine Übersicht mit ein bisschen Erklärung und hinten drin auch eine Checkliste von dem Obsidian-Flammen-Set. Hier ist das vorgefertigte Deck mit 40 Karten. Und dann hier, wie gesagt, noch 4 Booster-Packs, die wir auch gleich aufmachen werden. Und oh, wir haben kein Glurak-Artwork dabei. Wir haben zweimal Knattertox, Despotar und Dragoran. Aber jetzt, ich habe mich genug auf die Folter gespannt. Die spannende Frage: Welche Promokarte haben wir hier? Es ist ein Pi! Nein, wie cool! Sehr, sehr süß. Pi! Jawohl, also zumindest schon mal die eine Promokarte, die ich noch nicht habe. So. Ach, geh auf. Genau, so.
Und leider hier unten ein bisschen geknickt, aber das ist nicht schlimm. Haben wir hier Trainertipps, Kamerupt und Riffex haben wir noch, genau. Ah, das ist das Deck, was ich auch schon hatte mit meinem Flunkiefer. Da ist es auch so dabei hier, genau, mit Kamaup. Ein Haufen Feuer- und Elektroenergiekarten, dann Kamerupt, hier ein paar Mal Etta, Nestball, Foxel, Riffex, Sonnfeld, Forschung des Professors, Knirps, Nemila, Mimi und ein Ohrdoch. Und dann noch hier natürlich die Rotkarte, die geht man auf die Seite. Genau, aber auf jeden Fall das erste Deck und die erste Promokarte ist Pi. Sehr cool. Dann machen wir erstmal, wir räumen das jetzt auch mal hier erstmal weg, dass das aus dem Weg ist. So, dann würde ich sagen, machen wir mal die ersten vier Booster Packs auf und gucken, was wir zusätzlich zu der Pi-Promokarte denn noch so bekommen. Vielleicht ja eine richtig coole Special Illustration Rare oder Ultra Rare oder so, eine Hyper Rare. Aber zur Not gehe ich mich auch mit einer Illustration Rare zufrieden. Im allerschlimmsten Notfall auch mit einer Doppel Rare. So, Codekarte auf die Seite. Eine Karte nach vorne und ich starte wie immer mit Feuerenergie. Yes! Sehr, sehr gut. Paragoni, Vulpix, Froxy, Flampion, Stalobor, Tauboga, Dragonir, dann haben wir, oh, Pi, passenderweise zu dem Pi hier als Reverse auf dem ersten Reverse-Slot. Zweiter Reverse-Slot ist Poppy, leider nur als Reverse und nicht irgendwie als Special Illustration Rare oder sowas. Und auf dem Rare-Slot bekommen wir ein Entei. Schade. Ich habe auch nicht gesagt First Pack Magic, daran wird es liegen. Deswegen jetzt Second Pack Magic mit dem Dragoran. Vielleicht bringt das ja mehr Glück, das jetzt zu sagen. So. Codekarte. Energie nach vorne. Und ich sage Finsternis. Ja, Stahl. Ein Raffel. Mebrana. Zickzacks. Sichlor. Arboretos. Fragrunz. Amphira. Dann haben wir Glumanda auf dem ersten Reverse-Slot. Zweiter Reverse-Slot ist ein Frobaila. Schade, wieder kein Hit. Und die Rare-Karte ist Sagaria mit einem total schlechten Centering. Jo, zwei Booster, zweimal nichts. Drittes Booster. Übrigens, mein eines Pack, was ich hatte, hatte auch nichts drin. Ich hatte tatsächlich in jedem Pack zwei Reverse-Karten und eine Holo-Rare. Mein Sohn hatte dafür eine Goldkarte drin gehabt. Hier die Stadt, da mit der Windmühle drauf. Der Glückskeks. Hat sich gefreut wie ein Keks, ey. So, drittes Pack. Energiekarte nach vorne und ich sage Psycho. Kampf. Barmelin. Froberl. Magnetilo. Ignivor. Grimanzo. Kutsasa. Branavaz, dann Dicta auf dem ersten Reverse-Slot, zweiter Reverse-Slot, ach, Schmerbe. Und die Rare-Karte ist Voltolos. Ich sehe schon, das geht genauso aus wie die erste Build- und Battle-Box in der ersten Build- und Battle-Stadion-Box. Und das gibt jetzt eine komplette Niete, jetzt in dem hier auch wieder nichts drin. Ich sehe es schon kommen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich habe so die dumme Befürchtung, dass das hier wieder nichts gibt. Oh Mann. Ich sage Elektro. Ne, Pflanze. Dann Bautz, Skoppel, Olini, Taubsi, Olitena, Rüpel von Team Star, Altaria, das Paldea Felino auf dem ersten Reverse-Slot. Zweiter Reverse-Slot bringt uns, ne, nur ein Friedwurf und die Rare-Karte ist wahrscheinlich nur eine Holo-Rare-Karte. Jo, ein Reflex. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Also, bis auf die Promokarte von Pi war das ein kompletter Reinfall. Wenn das jetzt noch die Promokarte von Dings gewesen wäre, von Flunkiefer, die ich schon hatte, wäre das ja der absolute Reinfall geworden. Oh Mann. Wir machen erst die zweite Box auf, würde ich sagen, bevor wir uns dann den drei Preisboostern widmen. Also, erstmal hier. Zack. Die zweite Build- und Battlebox. Und jetzt hoffentlich etwas anderes als Flunkiefer oder Pi. Entweder das, was mein Sohnemann schon hatte, das Wasser-Pokémon, oder das vierte im Bunde.
So, wir legen die mal beiseite. Dann hier wieder die Booster Packs, die nehmen wir uns auch raus schon mal. Auch wieder 4 Stück. Wir gucken auch gleich mal, was es diesmal für welche sind. Wir haben hier Dragoran, Despotar, Glurak und Knattertox. Diesmal haben wir alle 4 Artworks. So, und diesmal haben wir ein Deck mit der Promokarte von Delfinator. Und das war der, den mein Sohnemann hat. Jetzt fehlt tatsächlich nur noch der 4. im Bunde. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, was es war. Ich weiß nicht, was die 4. Karte war. Schade, schade. Naja. Also haben wir hier den Delfinator als 2. Promokarte. Und dann haben wir hier einen Haufen Basis-Wasserenergien, ein paar Elektroenergien, dann ein Normifin, das sind 3 Normifins, dann Delfinator dreimal plus die Promokarte, Klavel, Tausch, Superball, Knirps, Toxel, Riffex, Sonfell, Forschung des Professors, Nistball, Mobai, die Mimi und auch hier ein Ordoch und die Karte wieder auf die Seite. Jo. Also das dann das 2. Deck mit der 2. Promokarte. Sehr cool. So, und damit fehlt nur noch eine von 4. Das ist super. Das heißt, selbst wenn ich in in den weiteren nochmal nichts drin habe, muss ich mir nur eine einzige im schlimmsten Fall kaufen. Von daher passt es. So, jetzt noch die 4 Booster, bevor wir uns dann den Preisbooster widmen. Der erste Booster hier mit Dragoran First Pack Magic, also First Pack bezogen auf die Build- und Battlebox natürlich, nicht auf das gesamte Video. Codekarte, Energiekarte und ich sage hier passend zum Delfinator Wasser. Psycho. Lumispross. Blip. Ferkuli. Schmerbe. Flampivian. Arboretos. Amphizel. Dann haben wir Gruff. Auf dem ersten Reverse-Slot. Der 2. Reverse-Slot bringt uns ein Myraplas, geht genauso weiter. Und die Rare-Karte ist ein Reflex. Es geht ganz genauso weiter. Nichts. Vielleicht haben wir mit Despotar mehr Glück. 2. Booster in dieser Build- und Battlebox. Codekarte, Energiekarte. Ich sage Pflanze. Kampf. Flampion, Froxy, Frubberl, Vulpix, Hundemon, Granbull, Calamanero, dann ein Siberio auf dem ersten Reverse-Slot, 2. Reverse-Slot, Tentera, geht's nicht echt, und die Rare-Karte ist ein Entei. Es ist doch zum Mäusemelken. Es kann doch nicht sein. Komm, Glurak. Du reißt es jetzt raus. Hier ist jetzt der absolute Banger-Hit drin. Ne? Glurak Pack Magic. Komm schon. Komm schon, Glurak. Gönn uns was. Gönn uns was. Ich sag auch Feuerenergie. Ja, Wasser. Schlick da. Raffel. Mebrana. Zickzacks. Flunschlick. Amphira. Schlickdri. Dann ein Snubbull auf dem ersten Reverse-Slot. Und jetzt bitte mal was auf dem 2. Reverse-Slot. Nein, ein Molung. Aber jetzt bitte, komm, die Rare-Karte ist wieder Sagaria. Das kann doch nicht sein, ey. Knattertox. Last Pack Magic für die 2. Build- und Battlebox. Wenn nicht, dann müssen uns die Preisbooster richten. 3 Stück, wie gesagt. Der letzte Strohhalm. Sonst war das eine absolut katastrophale Bild- und Battle-Stadion-Box. Ich sage, was sage ich denn? Finsternis. Yes! Na also, Paragoni. Paldea Felino. Ne, Paldea Felino. Barmelin. Olini. Ein Groin. Paldea Zulot. Tromborg. Dann haben wir Riffex auf dem ersten Reverse-Slot. Und jetzt der 2. Reverse-Slot. Eine Goldkarte. Nein. Schlickdreh. Und die Rare-Karte ist, es kann doch nicht sein, Lepumentas. Also beide Bild- und Battleboxen absoluter Bruch. Nur Holo-Rares und Reverse-Karten. Es ist nicht eine Doppel-Rare, also eine X-Karte drin gewesen, keine Illustration-Rare, Special-Illustration-Rare.
Ultra Rare oder gar Hyper Rare, das ist zum Kotzen. Ganz ehrlich, zum Kotzen. So, ich ändere jetzt aber die Reihenfolge und hebe mir Glurak für den Schluss auf. Wir fangen mit Knattertox an. Jetzt sind wir bei den Preisboostern. Die letzten drei Booster in diesem Video. Und die einzige Hoffnung, dass aus dieser Bild- und Battle-Stadion-Box doch noch was Gescheites wird. Oh Mann, oh Mann. First Pack Magic für die Preisbooster. Ich beginne mit Psycho. Elektro. Magnetilo. Evoli. Tentagra. Hunduster. Friedwurf. Grebbit. Sonfell. Evoli auf dem ersten Reverse-Slot und zweiter Reverse-Slot. Ein Hit. Nö, ein Raffel. Aber die Rare-Karte dafür. Yes. Endlich. Endlich ein Hit. Kann doch nicht sein, ey. Ein Honweisel EX Terra-Kristall. Und kriegt natürlich auch direkt ein Sleeve verpasst. Gibt's ja nicht. Tatsächlich noch ein Hit. Ich hoffe, das ist jetzt nur der Auftakt. Und in den anderen beiden Boostern geht es jetzt Schlag auf Schlag weiter mit noch selteneren Karten. Vielleicht kann Dragoran ja was reißen. Second Pack Magic. Ich brauche jetzt Magic für jedes einzelne Booster. Normalerweise mache ich das ja nicht, aber in dem Fall schon. Und ich sage, Hornweisel ist Psycho. Ich sage Psycho-Energie. Ne, ganz. Gruff. Zaplardin. Paragoni, Vulpix, Velsa, Bougelin, Nachtara, Schlickda auf dem ersten Reverse-Slot. Und jetzt, komm, diesmal Reverse-Slot gönnt uns. Und. Schade. Ein Grebbit. Und die Rare-Karte Sagaria. Ich glaube, die dritte Sagaria jetzt in diesem Video. Nicht zu glauben. Okay, und jetzt das Glurak-Pack, was ich auf die Seite gepackt habe. Last Pack Magic. Glurak reißt jetzt raus mit einem richtig geilen Banger-Hit, vielleicht sogar einem Doppel-Hit oder so irgendwas, damit die Bild- und Battle-Stadion-Box hier nicht komplett Bruch ist. Wir nehmen die Energiekarte nach vorne und sagen wieder Finsternis für Glurak. Jawoll! Last Pack Magic ist am Start. Los jetzt! Olivino. Schallquapp. Gehweier. Kamaup, Amphira, Schlickdri, Kangama, Sichlor auf dem ersten Reverse-Slot und jetzt, ich würde ja sagen Trommelwirbel für die zweite Reverse-Slot-Karte. Es ist bitte was anderes als eine Reverse-Karte und nein, ein Rotomur, das kann doch nicht sein. Glurak, was tust du uns an? Jetzt aber wenigstens, komm, die Rare-Karte, noch irgendein Hit, wenigstens eine EX-Karte. Nein, ein Ente. Also es kann doch echt nicht wahr sein, ey. Nicht zu glauben. Diese komplette Bild- und Battle-Stadion-Box. Zwei Bild- und Battle-Boxen mit jeweils vier Boostern plus drei Preisbooster. Insgesamt 11 Booster. Und es ist nur ein verdammter Hit drin. Ein Honweisel EX, eine Doppel-Rare-Karte. Also, oh, nee. Nee, also so gut wie Entwicklung in Paldea bei mir gegönnt hat und auch Karmesin und Purpur, so richtig schlecht gönnt aktuell Obsidian Flammen. Es ist nicht zu glauben. Ich glaube, ich hatte in Entwicklung in Paldea und Karmesin und Purpur Baseset zusammengenommen nicht so viele Schrottprodukte, wo wirklich keine Hits drin waren oder nur so billig Hits, sag ich mal. Wie hier jetzt schon bei Obsidian Flammen. Ich habe noch nicht viel Obsidian Flammen aufgemacht. Das ist erschreckend. Das ist die richtig guten Hits kann man echt in einer Hand abzählen. Das ist unglaublich. Also, boah. Ich hoffe, das ändert sich noch. Shit. Also aktuell bin ich richtig enttäuscht. Muss gucken. Wird schwierig, da dann das Master-Set zu machen irgendwie. Uiuiuiui. Es fehlt noch einiges. Es fehlt echt noch einiges. Naja, mal schauen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Ausbeute haltet. Was hattet ihr in eurer Bild- und Battle-Stadion-Box drin gehabt? Habt ihr euch eine gekauft? Oder habt ihr Bild- und Battle-Boxen euch gekauft? Oder wart ihr auf einem Pre-Release-Turnier, wo ihr Bild- und Battle-Boxen bekommen habt? Was habt ihr für Promokarten? Habt ihr alle vier zusammen? Ja, was hattet ihr für Hits drin etc.? Schreibt mir das alles gerne mal in die Kommentare. Und dann sage ich wie immer, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.